Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem Video und zwar ist gerade das Päckchen von Jenny angekommen. Sie hat mir Ü-Post geschickt plus Geburtstagspost, aber die Geburtstagspost darf ich erst nächste Woche, Donnerstag auspacken, da ich ja am 15.10. Geburtstag habe. Und ja, dann schauen wir mal rein und dann sehe ich hier schon Ü-Post und hier nochmal Ü-Post und dann steht hier wahrscheinlich alles Geburtstagspost, Geburtstag, erst Geburtstag aufmachen, dann machen wir den Karton wieder zu. Oh, ich hoffe, man hat die Adresse nicht gesehen und jetzt zur Seite stellen wir sonst, nee. Egal. Und dann habe ich hier zwei Umschläge. Das fühlt sich an wie ein Pocket Letter. Also beide fühlen sich an wie Pocket Letter. Da bin ich ja mal gespannt, Jenny, was du mir da Tolles eingepackt hast. Fangen wir mal mit dem hier an. Und das Band ist ja cool. Ich glaube, das fummel ich mir so ab, weil das habe ich noch nicht. Das werde ich mir dann abfummeln. Moment. Weil das kann man ja eigentlich. Na, wiederverwenden. Mensch, Jenny, das hättest du doch mir nicht schicken müssen. Denn, so. Moment. So, jetzt habe ich mir das um mein Gottes Teil da gewickelt. Oh ja, das ist ein Pocket Letter. Mein Sailor Moon Pocket Letter. Mein Sailor Moon Pocket Letter. Jenny, du bist verrückt. Schaut ihn euch an. Der ist so toll. Den hat sie mir gezeigt und dann habe ich gleich gesagt, das ist meiner. Ich liebe Sailor Moon. Und das sind echt noch viel hübscher wie auf dem Foto. Das ist ja mal toll. Total toll. Danke, Jenny. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und dann hat sie auch noch Goodies reingemacht. Und dann hat sie hier PL5, Sailor Moon Chibi und Jennys Kreativart. Das ist ihr YouTube-Kanal. Den habe ich euch in dem letzten Video verlinkt. Und dann haben wir hier einmal Blueberry Muffin Tee. Den hatte ich auch das letzte in einem Dings drin. Das muss ich mal probieren. Dann haben wir hier so Moosgummi-Herzchen. Da ist ein Umschlag drin. Ich hole den mal raus. Gucken wir gleich rein. Dann hier so ein Moosgummi-Schmetterling und so Herzchen. Davon könnte man Mold machen. Aber die hast du wahrscheinlich schon gemacht. Oh, Jenny, du bist doch verrückt. Und hier ist auch noch ein Umschlag. Und hier sind so Pailletten dran. Aber der ist voll toll. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank, Jenny. Das sind Mini-Umschläge. Ach, wie süß. Und da haben wir einmal so Herzstanzungen drin. Die sind ja mal süß. Na, Fokus. Total cool. Dankeschön. Und dann hier. Haben wir Ausstanzungen als Sterne. Die könnte man auch eine Schüttelkarte von machen. Cool, danke schön. Ne, aber Karten basteln tue ich nicht. Das ist nicht meins. Dann hier haben wir Engelchen. Schaut mal, wie toll. Danke schön.
dem Päckchen sind auch noch mal Engelchen drin. Und zwar grün. Ist das so? Mintgrün. Total cool. Dankeschön. Da hast du dir aber Mühe gegeben mit dem Ausstanzen, hey. Aber der ist so toll. Dankeschön. Jetzt sind wir mal gespannt. Da muss ich jetzt auch das Klebeband abfummeln. Das mache ich mal schnell. So. Und das zweite Mal auch eingemacht. Und da ist noch ein Pocket Letter drin. Die beiden, wo ich mir gewünscht habe. Oh. Der ist auch voll toll. Guckt mal. Na, Fokus. Der ist auch wunderschön. Oh, danke schön. Der ist auch genauso toll wie der Sailor Pocket Letter. Also brauchst du keine Angst haben. Die sind alle wunderschön. Und vor allem der Charm ist cool. Gibt es die auch in Silber? Aber ich finde den genauso toll. Und da steht PL3 Vintage, auch wieder Jenny's Kreativ Art. Und da ist ein Karamell Apple Pie. Einmalig süß, ganz ohne Kalorien. Ja, dann perfekt. Den werde ich mir mal machen. Und hier haben wir nochmal so ein Schmetterlings-Schaumstoffteil da. Und da sind auch wieder so Päckchen dran. Obala, hier hole ich dann auch mal raus. Mom, bleib dran, bleib dran. Dann. Obala. Und dann haben wir hier auch noch mal so Moosgummiherzchen und hier unten noch so Glitzersteinchen. Die sind ja auch cool. Vielen, vielen lieben Dank. Und der Pocket Letter ist auch genauso wunderschön wie der von den Sailor Moon. Da. Und dann schauen wir mal, was in den kleinen Päckchen drin ist. Ich bin momentan echt ein bisschen verpeilt. Und da haben wir auch wieder Herzausstanzung, wie bei dem anderen. Auch total cool. Und dann haben wir hier das sind auch Herzchen. Ja. Total cool, dankeschön. Da kann man auch Pocket Letter mit verzieren. Die werde ich so in meine Kiste machen, wo ich meine Ausstanzung drin habe. Dann haben wir hier auch nochmal rosane Herzchen. Total cool, dankeschön. Und dann haben wir hier Engelchen, die Engelchen sind total süß. Vielen, vielen lieben Dank, Jenny. Dankeschön für die tolle Ü-Post und vor allem für die tollen Pocket Letter. Dein Geburtstagsgeschenk werde ich meiner Mama geben, dass sie das versteckelt. Nicht, dass ich auf die dumme Idee komme und es aufmache. Nein, Spaß. Aber vielen, vielen Dank für die tollen Pocket Letter und für die tolle Ü-Post. Ich habe mich echt drüber gefreut. Und ja. Du weißt ja, wir zwei sind unzertrennlich und wir überstehen alle Höhen und Tiefen. Und ja, das gilt auch für dich, Steffiga. Und ja, dann seid ihr mal alle lieb gegrüßt und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!